nur dreimal gehört, einmal bei einem eigenen Objekt, einmal bei einem Kunden aus Großhansdorf und noch irgendwo. Wenn der Banker Sie fragt, warum ist denn die Immobilie so günstig? Also nicht wie hier, dass er sagt, die ist nur 150 wert, sondern das Gegenteil. Dann fragt er Sie das, aber was meint er mit dieser Frage? Fließt da Schwarzgeld? Ja? Ich habe damals gekauft, da kam die Frage von der Bankerin. Herr Schütt, wieso ist denn das so günstig? Ich muss noch zum Vorstand mir ein Autogramm holen. Ich so, kann ich Ihnen sagen, ich habe ein Dreivierteljahr lang verhandelt. Ja, ich habe im Januar bei Schnee und Eis das erste Mal besichtigt, habe den Makler dreimal abgesagt. Oh, ja, echt? Ich so, so und so. Und ein bisschen was dran gemacht werden müssen auch, aber das haben wir so und überhaupt. Und dann kam sie 25 Minuten später, rief sie mir an, Herr Schütt, der Vorstand hat mich genau gefragt, wieso ist das so günstig? Ich so, sehen Sie, waren Sie gut darauf vorbereitet, oder? Jo.